Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein gutes Skifahren, das fängt ganz sicher auch bei der guten Skiausrüstung an. Und da kann Ihnen GOB sicher einiges bieten. Nämlich ein preisgünstiges Skiprogramm mit den bekanntesten Marken wie Atomic, Rossignol, Fischer und Blitzart. GOB bietet Ihnen gerade drei verschiedene Skitypen an, die dem jeweiligen Können und der Fahrweise von jedem Einzelnen angepasst sind. Der Sportiv mit und Kompakt-Ski. Für die Skikanonen, die sich auf allen Pisten zurechtfinden und mit allen Schneeverhältnissen vertraut sind, für die gibt es bei GOB das Sportivmodell von bekannten Skimarken. Wenn Sie jetzt aber lieber zügig und ausgewogen fahren und schätzen Sie vielleicht eher eine gute Griffigkeit und eine leichte Skiführung, dann ist so ein Mid-Ski aus dem grossen GOB-Angebot sicher das Richtige für Sie. Der Blitzart Mid Ultra mit der BFU-geprüften Tirolia-Bindung, den gibt es bei GOB jetzt ganz besonders günstig. GOB hat aber auch ein Qualitätsangebot an Kompakt-Ski für Sie, und zwar für den Anfänger bis zum Mittelklassefahrer. In den grösseren GOB-Centern und in den GOB-Fahrerhäusern finden Sie jetzt wirklich alles, was Sie für den Wintersport brauchen, und das zu günstigen GOB-Preis. Unter anderem auch Skischuhe von den bekannten Marken Heierling, Nordica und Reichle. Und jetzt kommen wir noch zu der Fitnessinformation in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Sporthilfe zum GOB-Fit-Tipp. Das mal mit dem Rolf Bernhard, einem Hallen-Europameister im Weitsprung. Guten Abend miteinander. Die folgende Übung ist ganz speziell für Pistenfüchse, den Skitwist. Wir hüpfen an Ort und drehen die Beine abwechslungsweise nach links und nach rechts. Die Arme sind leicht seitwärts und schwingen gegen gleich mit. Hopp und hopp. Jawohl, so ist gut. Die Übung fördert die Beweglichkeit der Wirbelsäule und der Hüfte und stärkt die Beinmuskulatur. Und nun viel Glück, Ski heil. Auf Wiedersehen. Auch wir wünschen natürlich Hals- und Beinbruch. Mit einer rasanten Schussfahrt verlassen wir jetzt die Skipiste und machen den Sprung direkt an die Bahnhofstrasse in Zürich. An der berühmtesten Einkaufsstrasse von Europa steht auch der umgebaute St. Annenhof mit seinen charakteristischen rot-orangen Arkaden. Der St. Annenhof, eines von 17 GOB-Warenhäusern in der ganzen Schweiz, hat für Sie auf 5 attraktiv gestalteten Etagen ein riesen Angebot von über 260'000 Artikeln parat. Kommen Sie doch einmal rein. Es Bijou ist die neue Lebensmittelabteilung Le Gourmet mit Spezialitäten aus aller Welt. Zum Beispiel mit über 60 Sorten Brot. Immer ofenfrisch von der hauseigenen Bäckerei. Hier in der Traiteurabteilung finden Sie kulinarische Leckerbissen aus allen Kontinenten. Das passende Geschirr können Sie sich in der Haushaltabteilung aussuchen. Ob bei Unterwäsche oder Oberbekleidung, der St. Annenhof geht immer mit der Mode. In dieser grossen Auswahl von Qualitätsschuhen hat es garantiert für jeden Anspruch das richtige Angebot. Aber auch wenn es um Möbel, Teppich oder Vorhang geht, liegen Sie beim St. Annenhof goldrichtig. Die Dienstleistungen sind beim St. Annenhof ganz gross geschrieben. Das geht von der Bank mit Warenhausöffnungszeiten bis zum Reisebüro mit Vollservice. Und Ihren nächsten Coiffeur-Besuch können Sie gerade mit einem Einkauf im St. Annenhof verbinden. Sie sehen, mit dieser vielfältigen Dienstleistung macht GOB Ihren Einkauf zur wahren Freude. Schönen Abend noch und auf Wiedersehen miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOB 1A Emmentaler Käse per Kilo 11,90 und Randilsiter Käse per Kilo 11,50. Hunde-Vollnahrung, 1,5 Kilo Frohlig für 4,25 und eine Dose an 400 Gramm Pal für 1,30. Katzen-Vollnahrung, Cha-Cha-Cha, 3 Dosen an 170 Gramm für 1,95. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, 1 Liter Himbeersirup statt 3,70 nur 3,10. 2x 500 Gramm Galaspaghetti statt 3,30 nur 2,30. Und 500 Gramm chinesische Nüdeli statt 2 Franken nur 1,55. Hier noch der aktuelle Preisschlager. 2 spannende Jugendbücher, die schönsten Pferdegeschichten und geheimnisvolle Spuren für nur 8,80 je Buch. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch.